In diesem Video sehen wir uns drei Visuals an, mit denen man Sparklines in Power BI erstellen kann. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Wir befinden uns nun in Power BI Desktop. Ich habe hier drei unterschiedliche Varianten für das Erstellen von Sparklines vorbereitet. Diese gehen wir der Reihe nach durch. Beginnen wir mit dem Native Visual, welche Power BI Desktop standardmäßig anbietet, und zwar das Matrix Visual. Dieses findet ihr wie gewohnt im Visuals-Bereich neben den Visuals A-Script-Element und der Tabelle, die Matrix. Im nächsten Schritt möchte ich noch kurz darauf eingehen, wie ich diese Matrix-Tabelle bzw. das Visual konfiguriert habe. Bei der Matrix-Tabelle muss ich die Zeile vorkonfigurieren, in meinem Fall die Company, und eben auch die Werte, in diesem Fall der Umsatz. Nun ist es im nächsten Schritt notwendig, die Darstellung des Umsatzes in den Konfigurationen bedingte Formatierungen auf Datenbalken einzustellen. Diese sind standardmäßig ausgeschaltet. Wenn ich diese aktiviere, erhalte ich sozusagen die Balkengrafik und auch den Wert. Möchte ich den Wert ausblenden, so kann ich das unter den erweiterten Steuerelementen. Hier gibt es einen Haken, nur Balken anzeigen. Wenn ich diese bestätige, erhalte ich die Grafik. Nun kommen wir auch zum Nachteil. Mit der Matrix Visual kann ich leider keinen zeitlichen Verlauf bzw. ein Liniendiagramm im zeitlichen Verlauf darstellen. Das ist der große Nachteil dieses Visuals. Kommen wir nun zum nächsten Visual. Das Sparkline bei Oka Viz. Dieses Visual gefällt mir wesentlich besser und hinsichtlich der Konfiguration ist es sehr ähnlich wie die Matrix-Tabelle. Ich muss hier zunächst die Achse, welches meine Datumspalte ist, angeben und auch hier die Kategorie und das Wertfeld. Sobald ich dieses angegeben habe, erhalte ich diese schöne Verlaufsgrafik bzw. Sparklines. Ein weiteres Visual wird angeboten von Power KPI Matrix. Ein Wort dazu: Diese beiden Visuals findet ihr in den App Stores bzw. im Marketplace und könnt diese dann in den Berichten verwenden. Diese Power KPI Matrix ist sehr ähnlich von der Konfiguration. Ich muss hierzu das Datum angeben sowie das Wertfeld, in meinem Fall Revenue, und gebe nun auch die Kategorie in die Row-Based Metric Name und erhalte nun diese Sparklines-Grafiken. Wie ihr seht, könnt ihr in Power BI diese drei Visuals für die Darstellung von Sparklines verwenden. Mein persönlicher Favorite ist jene von der Sparkline bei Oka Viz. Dieses finde ich einfach optisch ansprechend. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Tschüss und bis bald.